Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Deadly Silence. Kaum zu glauben, dass ich immer noch nicht fertig bin mit dem Spiel. Und das, obwohl es schon, ich glaube, jetzt der Part, der jetzt kommt, das ist der siebte dann. Und ja, sieben Parts, schon ein bisschen viel. So. Okay. Ist das hier? Es scheint, dass ob sie ihn kürzlich benutzt hat. Okay. Brief eines Forschers. Liebe Ada. Ja, Leute, hier geht's um Ada. Wenn du das hier liest, ich werde es vorlesen, weil Ada ist einer meiner Lieblingscharaktere und ja. Wenn du das hier liest, werde ich bereits irgendwas anderes sein. Der heutige Test war positiv, genau wie ich es erwartet habe. Mir ist, als ob ich gleich durchdrehe, wenn ich daran denke, einer von denen zu werden. Ada, du bist nicht infiziert und ich hoffe, du wirst es niemals sein. Für den Fall, dass du die Einzige bist, die übrig bleibt, nimm bitte das ganze Zeug aus dem Videoraum und geh in den Energieraum, damit du das Auslösesystem einschalten kannst, bevor du fließt, und bring all das hier durch die Medien an die Öffentlichkeit. Wenn alles in Ordnung ist, können alle Schlösser durch das Sicherheitssystem geöffnet werden. Du hast Zugang zu dem System, wenn du dich mit meinem Namen am Terminal in dem kleinen Labor anmeldest und das Passwort eingibst. Das Passwort ist dein Name, um die Tür bei B2 zu entriegeln, wo sich der Videoraum befindet. Solltest du dich zuerst mit unserem Namen anmelden und dann in ein weiteres Passwort eingeben. Den Code habe ich weiter unten aufgeschrieben. Ich bin sicher, du wirst ihn mühelos verstehen. Und das ist meine letzte Hoffnung. Falls du mich völlig verändert vorfindest, bring mich bitte eigenhändig um. Ja, hier haben wir beide Passwörter bekommen. Aber einen können wir eigentlich gar nicht wirklich lesen. Können wir das verschieben? Ja, können wir. Free Apple Man Woman. Okay. Was ist denn das noch? Okay. Was ist das? Nein, das ist nicht das. Das ist auch nicht das. Ach, da. Schau mal, ob ich das überhaupt Rätsel lösen kann. Das ist schon ziemlich lange her. Komisches M. Okay. Apple Man, Free Woman, what the fuck? Nein, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Scheiße lösen soll. Aber vielleicht klappt's da? Nope, da sehe ich ja gar nichts.
Nichts. Also, das erste sieht ein aus wie ein M, A und dann Mo, Ma, Ie, Ie, Maie, Maie, Maue, keine Ahnung. Also, wir machen das jetzt einmal so. A, D, nee, fuck, das ist falsch. Login, John. H. N. Weiter. A. D. A. Weiter. Passwort. A. Machen wir einfach L im Malm. Ich glaube, ich weiß, welcher Buchstabe das war. Oh, warte, dann haben wir B2 und was ist, wenn M-O-L? Das ist ein E gewesen. M-O-L-E. So. Yes. Machen wir noch B3. Sehr gut. Jetzt. So, ich trinke einen Schluck. Hoffentlich hört man das nicht. Wow. Anscheinend haben wir schon alle. Okay, egal. Gut. Diese Viecher kann man so oft töten, wie man will. Es wird einfach nichts passieren, denn sie kommen immer wieder. Was ist denn da? Sicherheitssystem. Hubschrauberlandeplatz. Oh, Wesker, da sieht man zum ersten Mal seinen Namen. Boah, das Geräusch. Cerberus, Neptun, Hunter, der Tyrant, den sind wir noch nicht begegnet. Und Leute, wen sehen wir hier? Moment, da. Das ist Albert Wesker. Ja. Jetzt haben wir einen Laborschlüssel, aber ich glaube, sonst ist hier eigentlich nichts mehr, oder? Nein.
Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Oh Gott, hier sind zwei. Yeah, Leute, eigentlich wieder mal ein Safe Room. Ja, eigentlich wollte ich nicht das Farbband, ich wollte das hier. Juhu. So, na. Aber wir speichern jetzt mal. Habe schon ganz schön aufgespeichert. U3. Mein Gott, wie weit unten sind wir denn? Ja, ich lasse das jetzt mal alles so hier. Und vielleicht nehme ich mal das noch zusätzlich mit, aber ansonsten nehme ich nichts mehr. Weil wir begeben uns jetzt mal noch das Zombie ist weg. Der Zombie ist weg. Oh, das ist ein rotes Kraut. So. Warte, ich kann hier mischen. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. So war das. Ich glaube, ich kann noch 1 Millimeter nach vorne gehen.
Ja, scheiße, ich habe gerade keine Ahnung, wieso ich das jetzt so falsch mache. Normal war das so ein Rätsel, das easy peasy ist und schnell geht und... Also ich gehe jetzt noch mal rein und raus. Jetzt auch nicht. Gott sei Dank haben sie noch dorthin. So, ich glaube, das sollte reichen. Ich habe nicht nachgeschaut, Leute, falls ihr das denkt, dass ich das jetzt erfahren kann. Nein, ich habe das nicht. Komm schon. Oh. Ich krieg gleich die Krise. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso sie das Ding jetzt einfach nicht geradeaus reinschieben kann. Finally. Gott, ich glaube, ich habe wahrscheinlich einen ganzen Paten dafür gebraucht.
So, wir haben das erste Passcode. Und jetzt entriegeln wir auch das Schloss. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht sterben. Oh Gott, wo laufe ich hin? So, der Aufzug funktioniert. Ich kann jetzt endlich zurücklaufen. So, das Viech lebt noch. Das macht nichts. Wo ist denn jetzt die Shotgun? Da. Da fehlen nämlich noch ein paar Räume. Die schauen wir uns noch schnell an. Ich sehe ein Biss und ich bin schon fast tot. Wow. Die lädt ja echt schnell nach. Fax.
glaube, hier gibt es noch Farbband oder so. Ja. Aber jetzt können wir auch die Tür aufmachen, die verschlüsselt ist mit dem Passcode. Ja Leute, wir haben Chris gefunden und wenn man die Disketten nicht nimmt und hier auch nicht einsetzt, dann wird Chris sterben. Und ich kann es überhaupt nicht abhaben, wenn der gute Mann stirbt, weil er ist Chris halt, der gehört dazu. So, oh fuck, ich bin falsch im Raum. Nein, jetzt sind sie wieder da. So. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt hier einen Cut und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.